Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Folge von Minecraft. Heute mit der Tic-Tac-Uhr inklusive Soundeffekt. Und da ist das Ding. Und jetzt, so hört sich das an. Natürlich werden wir das noch, beziehungsweise ich habe es schon automatisiert, dass man da nicht immer dagegen schlagen muss, um das Tic-Tac zu simulieren, sondern dass das natürlich automatisch geht. Heute mal nicht in unserer Let's Show, in unserer Let's Tutorial Welt, sondern einfach mal in meiner eigentlichen Welt. Da habe ich nämlich hier mal angefangen rumzubauen und so geht das Ganze dann automatisch. Ja, ist natürlich irgendwo ein bisschen was Nostalgisches. Ich habe das jetzt auf die Schnelle gemacht. Das kann man natürlich noch ein bisschen verfeinern. Ja, man kann auch noch einstellen, den Ton. Ich habe das eigentlich rein zufällig entdeckt beim Vorbereiten der Geburtstagsfolge des Let's Plays. Da habe ich gemerkt, dass hier so die Notenblöcke auch diese Geräusche machen können und bin dann auf die Idee gekommen, Mensch, bau doch eine Uhr. Ihr seht, die Uhr ist jetzt vielleicht auch vom Design her nicht noch verbesserungswürdig. Das habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Das Problem ist einfach auch von den Texture Packs hier die eigentliche Uhr. Das ist ja die Uhr, die im Rahmen drin steckt. Die sieht halt auch ziemlich bescheiden aus. Die Schaltung ist schon ein bisschen aufwendiger und die ist jetzt mal da hinten dran auch einfach mal so gerade versteckt. Ich habe gedacht, komm, ich nehme das jetzt noch auf und mache hier einfach mal so ein bisschen. Natürlich könnte man die auch besser verstecken. Ganz klar. Nur ich habe das jetzt halt wirklich einfach mal so noch dahin gekackt, kann man eigentlich sagen. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Und die Uhr selbst auch. Ihr habt auch gesehen, sie tickt auch beim Schlafen irgendwie, weckt das Erinnerungen an so eine schöne alte Uhr im Haus. Und jetzt reißen wir einfach mal das Ding auf, dass ich euch die Enderman. Halt die Fresse. dass ich euch mal die Schaltung zeigen kann. Normal bin ich auch nicht im Creative Mode unterwegs in dieser Welt, nur ab und zu mal, wenn ich irgendwelche Ressourcen brauche, die ich hier nicht mehr finden kann, weil das hier ja meine erste Welt ist von Minecraft und da ist ja die Aktualisierungen sind da ein bisschen vorbeigegangen dran. Und deswegen muss ich manchmal im Creative Modus ein paar Ressourcen nachstocken, die ich so nicht mehr bekommen kann, leider. Und hier habe ich auch einen neuen Abschnitt angefangen. Hier, ihr seht, das ist eine Impulsschaltung, die sich quasi immer wieder aufs Neue taktet von selbst. Ich werde das Ganze nachher natürlich auch nochmal für euch Schritt für Schritt bauen, inklusive der Uhr, um euch das Ganze zu zeigen. Ausführlich. So, hier ist der Schalter, der das Ganze an- und ausschaltet. Jetzt spinnt es gerade ein bisschen. Ab und zu kommt das vor. Jetzt sollte sie eigentlich aus sein, aber jetzt macht sie ihr Dauerterror. Und jetzt wieder Dauerterror. Jetzt ist aus. Okay. Es kommt halt gerade immer, wo der Impuls gerade feststeckt, glaube ich. Und wenn ich dann ausschalte, dann hat es keine Auswirkung. Ihr seht hier, geht es zu den zwei Notenblöcken. Ich habe zwei gemacht. Man müsste eigentlich ja nur einen machen, aber so könnte man eigentlich auch das Tick-Tack simulieren. Man könnte, wenn man jetzt noch einen Repeater quasi an den zweiten Notenblock dranhängt, dass der ein bisschen verzögert schaltet, dann hätte man quasi einen Tick-Tack. Und das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Aber das ist theoretisch natürlich möglich. So, hier, das sind die Repeater in Sperrrichtung, die Schaltung zurückführt. Und hier geht es eben an die Notenblöcke. Und wenn ich das jetzt anschalte, wenn ich das Ding treffe, dann funktioniert es hier. Und man hat eine Uhr mit Klickgeräuschen, mit einem schönen Tick-Tack. So, wie gesagt, über das. Und ach so, das ist ja hier Glas, muss man drunter machen. Glas oder Glowstone? Glowstone geht, glaube ich, auch. Mehr weiß ich jetzt noch nicht, weil ihr seht, der Untergrund verändert sich eben. Also das Geräusch des Notenblocks verändert sich mit dem Untergrund, auf dem er steht. Und das habe ich eben zufällig rausgefunden, weil ich ja oben eine kleine Party-Melodie machen wollte zur Geburtstagsparty und dann hat es auf einmal geklickt. Hier klickt es auch. Das ist, glaube ich, aber auch ein anderes Klicken. Ja, das ist ja noch besser eigentlich.
Wenn ich das jetzt so mit dem Headset höre. Bei der Aufnahme habe ich es nicht mit dem Headset gehört. Also ich spreche hier das Tutorial gerade im Nachhinein drauf. Ich habe nur noch schnell mitten in der Nacht aufgenommen. Da wollte ich nicht mehr dabei labern. War ein bisschen müde. Und deswegen habe ich das jetzt im Nachhinein mal gemacht. Wir testen jetzt hier noch ein paar Sachen wie Eis zum Beispiel. Ich habe das eigentlich auch noch gar nicht so ausführlich getestet, was jetzt was für Geräusche macht. Das muss ich mal noch nachholen. Um zu gucken, ob da vielleicht noch was Besonderes dabei ist. Natürlich soll die Uhr nicht unbedingt ihr Musik machen. Obwohl das vielleicht auch nicht schlecht ist. Ja gut, im Kloster macht auch keine Musik. So, testen wir noch was oder lassen was gut sein. Ach ja, Glas, nochmal, machen wir nochmal Glas. Und ich meine, ja, voll daneben. So hört sich es eigentlich auch nicht schlecht an. Aber ich meine, mit dem Kloster hier hat es sich noch ein bisschen besser angehört. Also mit dem Zombie integriert hört sich noch besser an. So, jetzt bauen wir das Ganze noch. Was ihr dazu braucht, ist einfach Glas daneben oder Glowstone. Oder am besten Glas und Glowstone für eine gesunde Mischung. Ihr braucht Redstone-Fackeln, ihr braucht Repeater, ihr braucht Redstone. Ihr braucht einen Hebel. Ihr braucht natürlich ein oder zwei Notenblöcke, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Dann irgendeinen Block eurer Wahl, um die Schaltung natürlich zu bauen. Und halt das Zeug, was er eben für die Uhr verwendet. Unten Dingsbums da. Rahmen. So, jetzt bauen wir hier die Blöcke, die Notenblöcke zunächst mal auf. Machen hier jetzt mal so die Uhr. Probieren das mal aus. Ich habe da auch noch nicht variiert. Ich habe da jetzt wirklich noch nicht viel probiert. Es sieht ein bisschen schäbig aus. Da hat mir das mit dem Soulsend doch noch besser gefallen hier mit der Uhr selbst. Sieht er ja direkt jetzt. Das ist irgendwie nicht so das Wahre. Das sieht nicht aus wie eine Uhr mit der Uhr. Also das finde ich ein bisschen schade. Man müsste wirklich so eine richtig schöne Uhr haben mit Ziffern oder so. Und mit der Treppe, das passt auch nicht so wirklich. Das ist dann zu hoch, die Stirnfront hier. Der Kompass, der sieht eigentlich schon eher aus wie eine Uhr als die Uhr. Aber so könnte man auch sehen, was gemeint ist eigentlich. So, und jetzt fangen wir an, das Ganze zu verschalten. Das machen wir so zunächst mal. Und dann bauen wir hier mit den Blöcken unserer Wahl, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, bauen wir jetzt mal die Schaltung auf. Das war eins zu nah, glaube ich, dran. Und hier schön die Redstone-Fackeln dran machen. Ihr könnt hier einfach für die Schaltung, vielleicht gibt es auch bessere Schaltungen. Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt einfach, ich wollte das Ding einfach mal zum Laufen bekommen. Da habe ich gerade meinen Schaltplan angeguckt. Ich habe mir da ja ein paar Schaltpläne aufgezeichnet. Und diese Impulsschaltung ist dabei. So, einfach mal ein Holz hin, ist egal. Ich speichere eh nicht. So, jetzt müssen wir den Abstand halten, genau so, und dann bauen wir hier dieses T. Und dann hängen wir auch hier überall Fackeln vorne dran und stellen auch noch zwei oben drauf. Links und rechts, genau. Und jetzt hier überall noch Redstone-Staub. Um das Ganze natürlich so hinzubekommen, wie es soll. Dann legen wir hier diesen, na, das war eins zu früh. Mist. Hier so, dann legen wir hier die Repeater-Leitung, also wo die gesperrten Repeater sind, in Sperrrichtungen, die quasi die Rückführung sind der Schaltung. Das ist ein bisschen Mist. Es wäre immer noch besser gewesen, eins weiter zu gehen, aber ich glaube, so geht's auch. Ich glaube, so sollte es auch gehen. Probieren das jetzt einfach mal. Ja, scheint zu funktionieren. Fehlt uns jetzt eigentlich nur noch der Schalter und dann müsste das Ganze eigentlich funktionieren. Und den Schalter können wir hier
Ach, da oben, die zwei habe ich auch noch vergessen. So, den Schalter können wir jetzt legen, wie wir wollen. Von hier nach da quasi. Und da können wir uns gucken, wo wir den Schalter drauf bauen. Wir machen das jetzt einfach mal so oder so. Und legen hier den Schalter und der schaltet das Ganze. Und dann haben wir die tickende Uhr. Das ist das Endergebnis. Und jetzt bauen wir noch ein etwas anderes Design mal wieder. Was holen wir denn? Man könnte es mal auch mit Plustone probieren. Oder wir machen es wieder mit Soul's End. Und ein Plustone oben drauf. Aber es sieht ein bisschen blöd aus. Aber jetzt, der Cluster an sich würde gar nicht schlecht aussehen, glaube ich. Da hätten wir auch so eine Uhr. Würde ein bisschen eleganter vielleicht aussehen, ich weiß nicht genau. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen, um das Ganze ein bisschen. Warum geht das Ding jetzt nicht mehr? Hat sich aufgehangen wohl. Gib mir Redstone. So, dann funktioniert es wieder. Und da haben wir unsere Uhr. Ich lasse euch jetzt mal noch ein bisschen mit den Bildern allein, während wir hier noch ein anderes Design ausprobieren, das altbewährte Design. Und sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt Spaß mit eurer Uhr. Bis dann, euer Spooky. Bye bye.